Vorbereitungszeit auf die neue Spielzeit. Das gilt auch für den SV Panitz Borsdorf. Der testet heute gegen den Regionalligisten die BSG Chemie Leipzig mit Trainer Miroslav Jagatic. Die Mannschaft geht in das zweite Jahr in der Regionalliga, will erneut den Klassenerhalt schaffen, spielt heute traditionell in den grünen Trikots und das ist das 1:0. Zweite Spielminute, toll gespielt, toll abgelegt von Stefan Mvibudulu. Der legt den Ball quer für Tom Gründling und der schiebt ein zum 1:0. In der abgelaufenen Saison, oder besser gesagt in der abgebrochenen Saison, belegte Chemie Leipzig den 12. Platz in der Regionalliga Nordost. Ein gutes Ergebnis für den Aufsteiger. Großes Manko waren Tore. Und die sollten heute reichlich fallen. Manuel Weyer in der 18. Minute mit dem 2:0. Man hat nämlich nur 20 Tore erzielt in 23 Spielen. Auf der anderen Seite muss man die Defensive der Mannschaft von Miroslav Jagatic extrem loben. Nur 26 Gegentreffer. Hier und heute sollte das Toreschießen im Vordergrund stehen. Stefan Mvibudulu mit dem 3:0 nach gut einer halben Stunde. Standesgemäß, der SV Panitz Borsdorf läuft nur hinterher, kann nur reagieren. Nach vorne geht extrem wenig. Das ist die linke Seite, der Antritt von Philipp Wendt. Der dringt in den Strafraum ein, wird dann gelegt. Bein stehen gelassen, Elfmeterpfiff, absolut vertretbare Entscheidung. Und es tritt an der Mann mit der Nummer 5. Björn Nikolajewski, Neuzugang aus der U19 vom FC Energie Cottbus. Sicherlich eine Bereicherung für die Mannschaft, ein ganz junger, interessanter Spieler. Zur Pause steht es also 4:0, der SV Panitz Borsdorf. Tut sich schwer, Offensivaktionen zu kreieren. Natürlich muss man dazu sagen, die Mannschaft spielt normalerweise gegen die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig. Insofern muss man das Ganze relativieren. Die zweite Hälfte beginnt und die Gäste in Grün wollen weiterhin nach vorne spielen und wollen weiterhin Tore machen. Eigentor in diesem Fall. Kurz Thomas Kirstenfahrt legt den Ball ins eigene Netz, wird allerdings auch irritiert. Da kann man ihm keinen großen Vorwurf machen. In der abgelaufenen Saison stand der SV Panitz Borsdorf am Ende auf Platz 3, wie schon im Jahr zuvor. Die große Frage wird sein, auch an den Trainer Thomas Wedemann, kann man in der kommenden Spielzeit ganz oben angreifen? Hier und heute greifen die Gäste ganz oben an. Tom Müller steigt am höchsten und versenkt den Kopfball im Netz. Das halbe Dutzend ist damit vollgemacht. Tom Müller, 19 Jahre jung, neu aus der U19 des Halleschen FC. Die Mannschaft von Miroslav Jagatic spielte weiterhin schnörkellosen Offensivfußball mit der Hacke weitergelegt. Und Andy Wendschuch macht das 7:0. Eine wunderbare Kombination. Stefan Mvibudulu wieder beteiligt, der den Ball direkt weiterlegt. Es sieht sehr, sehr gut aus, was die Chemiker hier heute auf den Rasen zaubern. Man muss allerdings auch dazu sagen, die individuelle Klasse spricht klar für die Mannschaft aus der Regionalliga. Und da fällt auch schon das 8:0 wieder Stefan Mvibudulu, der sich heute nicht nur einmal empfehlen konnte. Toller Abschluss, der Antritt auch extra klasse. Wir springen in die Schlussviertelstunde. Das Ergebnis war jetzt natürlich nur noch zweitrangig. Chemie Leipzig wollte weiterhin Tore machen, was man absolut verstehen kann. Der SV Panitz Borsdorf versuchte natürlich jetzt nicht zweistellig zu verlieren, aber das sah nicht besonders vielversprechend aus. 9:0, Burim Halili zeigt einmal mehr, wie drückend überlegen die BSG Chemie Leipzig hier und heute ist. Natürlich, zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, ist es nur eine intensive Trainingseinheit für die Gäste. Trotzdem kann man festhalten, der SV Panitz Borsdorf tut alles im Rahmen seiner Möglichkeiten. Da ist das 10. Tor des Tages. Florian Kirstein wollte auch nochmal treffen. Kurz vor Schluss, das war auch der Endstand. Ein Testspiel mit 10 Toren und keinem einzigen Gegentreffer. Ich bin mir relativ sicher, Miroslav Jagatic ist sehr zufrieden. Ja, ich bin in dem Sinne zufrieden, dass heute ein paar Automatismen funktioniert haben. Wir sind fokussiert geblieben, haben versucht, auch zielstrebig zum Tor zu spielen und das ist heute uns teilweise gelungen. Aber die Chancenauswertung, daran müssen wir noch feilen. Ja, vom Ergebnis her bin ich zufrieden. Wir hatten Zielstellung unter 12 gesetzt oder 12. Das haben wir geschafft. Aufgrund der ersten Halbzeit bin ich trotzdem nicht ganz zufrieden, weil es hinten raus einfach ein, zwei Tore dann zu viel waren. Also einfach hergeschenkte Tore aus meiner Sicht.
deshalb bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, aber im Großen und Ganzen ist es völlig in Ordnung. Der dritte Sieg im vierten Testspiel für die BSG Chemie Leipzig am 15. August beginnt dann die Saison in der Regionalliga.